Netzhauterkrankungen des Auges sind relativ häufig, denn sie können als Folge von Diabetes, von Bluthochdruck, aber auch durch das Alter an sich entstehen. Nicht alle Mechanismen dieser Erkrankung sind uns heute ausreichend bekannt. Und deshalb haben wir immer wieder Fälle, in denen Patienten ihre klare Sicht und ihren Visus, also das Vermögen, Punkte auf eine gewisse Entfernung zu unterscheiden, verlieren. Mit anderen Worten, man sieht schlechter, weil die Netzhaut nicht mehr richtig funktioniert. Die Netzhaut kann man vergleichen mit einer Leinwand, auf die ein Bild aufgeworfen wird. Das ist so ähnlich wie in einer Kamera, in der diese Leinwand durch den Film ersetzt wird oder heutzutage durch einen Chip, der wie ein Film wirkt. Wenn wir die Behandlung mit integrierter chinesischer Medizin, also der Kombination von westlichen und östlichen Behandlungen, in einer besonders gezielten Weise vornehmen wollen. Das ist einmal die diabetische Retinopathie, also die zuckerbedingte Netzhauterkrankung. Es ist die hypertensive Retinopathie, also die durch Bluthochdruck entstandene Netzhauterkrankung. Und wir haben auch eine Anzahl von guten Fällen gesehen bei der altersbedingten Makuladegeneration. Das möchte ich kurz erklären, weil diese Begriffe nicht so einfach sind. Makula heißt eigentlich Fleck. Wenn man in das Auge schaut, so sieht man dort nämlich einen Fleck. Das ist der Ort, an dem sozusagen von der Kamera Auge das Kabel zum Computer, also zum Gehirn läuft. Und dieses Kabel ist der Optikus, der optische Nerv, der Sehnerv. Dieser Nerv bildet sich aus Fasern der Retina, sodass die alle an ihrem Austrittsort zusammenlaufen, um dort sozusagen das Kabel zu bilden. Und das sieht man halt, wenn man durch das Auge guckt, wenn der Augenarzt durch die Pupille sieht. Wenn also diese Makula, diese Austrittsstelle des Sehnerven, degeneriert, so bedeutet es eigentlich, dass das Kabel, das das Bild weiterleiten soll, kaputt gegangen ist oder gerade dabei ist, kaputt zu gehen. Diese Makuladegenerationen sind deshalb sehr gefürchtet, weil wir nicht alle die Mechanismen verstehen, die zu ihr führen. Man kann hier Injektionen in das Auge geben, die diese teils entzündlich, teils degenerativen Vorgänge, also quasi durch altersbedingte Degeneration bedingt Vorgänge auch stoppen können. Das ist sehr lobenswert und dankenswert, dass die Medizin diese Möglichkeit hat. Leider gilt das nicht für alle Formen der Makuladegeneration und so sind wir erfreut, dass wir immer mehr Fälle und immer mehr Hinweise und auch erste Studien benennen können, in denen ein Effekt bei vielen Patienten erreicht werden kann. Das ist natürlich kein Heilsversprechen, sondern eine zusätzliche Möglichkeit, die jeder Patient hat, wenn er Makuladegenerationen oder Retinopathien behandelt haben möchte. Wir haben hier eine Reihe von interessanten Fallbeispielen. Auch wird an der Universität Heidelberg eine Studie dazu durchgeführt oder hier im Institut für chinesische Medizin auch behandelt, in Zusammenarbeit mit den Kollegen der Augenklinik.